Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Knights of Pen and Paper. Ich habe nicht weiter gespielt, weder noch mit den hier, noch mit denen hier. Komm, starten wir mal mit denen hier. Im Startdorf. Hier mit der super mega special harten Gruppe. Muss ich mal wieder hier Steam ausmachen. Weil das sonst ein wenig nerven könnte. Natürlich. Ich hoffe, es rauscht jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Rauschen hören könnt oder so. Weil bei mir hat das immer in den Aufnahmen da so gerauscht. Aber die alten Videos, in denen es nicht gerauscht hat, hat das auch gerauscht. Ich glaube, das lag einfach. Das ist einfach hier ein. Momentan ein Fehler, ich weiß gar nicht mal, ob ich das jetzt behoben habe, weil ich habe einfach mal kurz hier den Stecker von meinem Kopfhörer mal kurz raus und wieder reingesteckt. Und ich hoffe, das geht jetzt, weil ich habe mal meine Dings hier angeschlossen, meine Lautsprecher und so. Naja, aber das ist ja jetzt nicht so groß von Belang. Habe ich eine Quest angenommen? Nein, habe ich nicht. Okay. Mal gucken, wir spielen hier natürlich mit Hugo dem Ritter, Hüngst, dem Droiden, der aussieht wie Gronk, der Sportskanone, dem als Krieger, dem Nerd als Kleriker. Und als nächstes kommt der Pizzabote. 50% Rabatt auf den Kauf dieses Spielers. Als natürlich dann als Magier, wie bei dem anderen auch schon. Weil ich ihn einfach cool finde. Der Magier ist einfach richtig OP irgendwo. Hier vereisen, naja, Feuerball. Feuerball ist richtig OP. Ob ich mit die Ausskill, weiß ich noch nicht. Aber mal gucken. Lasst mal gucken. Ich schau mal, ob ich neues Zeug einkaufen kann. So Ausrüstung. Für unsere Heldenschar. Für unsere exzellente Heldenschar. Oh, plus 3 Gold aus Kampf. Gebe ich mal jedem. Ja, ich weiß, dass es mir in den Kämpfen helfen wird. Dann geben wir ihm hier mal 1. Ah, Level 5, Level 6. Scheiße. Der Krieger braucht keinen Mana. Nee. Was ist, hätte ich ihm Hüngst gegeben sonst noch? Okay. Kriegen wir wenigstens mehr Gold. Dann machen wir mal Jagd. Fledermaus, okay. Die nervigen Geräusche der Fledermäuse sind gerade dabei, euch halb verrückt zu machen, als euch ein alter Mann anspricht. Alter Mann, wo sind denn all die Mädchen? Alter Mann, die Fledermäuse fressen die Vorräte der Dorfbewohner. Jede Nacht fliegen sie herum. Ihr wisst bereits, was ihr tun müsst. Wir müssen die Vorräte aufstocken, der Winter steht bevor. Sehr gut gemacht, vielleicht könntet ihr noch die Fledermaushöhle ausräuchern, damit es in Zukunft keine Angriffe mehr geben wird. LOL. Komm. Mach ich das mal. Zorn der Bestie. Bam. Ich schlag dich mit dem Kolben. Spalten wir sie auf. Mehr verwundet werden, desto besser ist, ist es natürlich.
Vor allem, was ich mich frage, ich habe überhaupt keine Fledermäuse getötet. Warum sollte ich die Höhle jetzt schon ausräuchern? Verstehe ich nicht. Victory. 4 Gold. Entschuldigung, ich muss mal telefonieren, lol. Gen. So, Hünx, du musst Level abgehen. Ihr seht, haben NSCs manchmal gute Tipps für eure Questauflage. Oder wissen, wo ihr als nächstes hingehen solltet. Bleibt wachsam. Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft, denn wir können wirklich jede Hilfe gebrauchen. In letzter Zeit hat sich der König so merkwürdig benommen. Alles ist jetzt ganz anders, als es früher war. Seht ihr, was ich meine? Lasst uns unser Abenteuer fortsetzen. Quest done! Ja, Fähigkeitspunkte. Du, Zonderbestie. Ah, stimmt, der kann das EP-Amulett jetzt tragen. Erinnert ihr euch daran, was der alte Mann bei der letzten Aufgabe gesagt hat? Nein, das ganze Gelaber in Spielen überspringe ich eigentlich immer. War denn irgendwas Wichtiges dabei? Dann solltest du wohl ein bisschen mehr lesen. Manchmal sind nämlich wichtige Informationen und Tipps dabei. Egal, was hat der alte Mann denn nun gesagt? Der alte Mann sagte euch, dass das Stadtdorf wahrscheinlich wieder angegriffen werden würde. Ihr solltet euch zur Teufelshöhle begeben und dafür sorgen, dass diese Viecher dort nie wieder herausfliegen. Reisen. Auf. Oh. Meine Bergbauskills sind überragend. Was sage ich? Haha, 20. Ich weiß, dass ich einen Schleifstein bekommen habe. Töte 6 Fledermäuse in einer oder mehreren Schlachten. Ja, ich weiß, dass er sich langweilt, aber... egal! Niederstrecken. Moment, was macht Drachenblut nochmal? Ach, es heilt, genau. Spalten. Oh ja, spalten wir uns das. Sie, nicht uns, das, irgendwas. Uns, das, irgendwas. Oh yeah, Victory. Zu 60% Gruppenbonus. Erstmal schlafen, ja. Noch ein bisschen länger rasten. Gut gemacht fürs Erste. Wie bitte? Jedes Mal, wenn ihr eine Fledermaus getötet habt, wurde der Nebel um euch herum etwas dichter und dunkler. Aber das habt ihr gar nicht bemerkt. Bevor ihr überhaupt begriffen habt, dass irgendwas nicht stimmt, hat sich ein großer Schatten herangeschlichen und ist euch mit jeder Sekunde näher gekommen. Da steht ihr also und wartet. Und ihr fragt euch, was da wohl in Kürze vor euch auftauchen wird. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Bin mal gespannt, wie ihr diese Situation meistern werdet. Manche sagen, töten oder getötet werden. Darauf solltet ihr eure Gedanken jetzt beschränken.
Die Gruppe wird angegriffen. Dum 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 dum. Fatsch. Automatisch. Bubble anmachen. Boah, ich finde diese Bosskampfmusik so geil. Was? Sie kann sich heilen? Fatschk. Attacke. Niederstrecken. Spalten. Oh. Ah ne, das war Schlag. Okay. Zack. Und ist noch nicht tot, die Elite-Fledermaus. Oh, eine Wüstenrose. Lol. Juhu, EP. Sehr gut. Ihr habt den Fledermauskönig besiegt. Das wird die anderen Fledermäuse derart verängstigen, dass sie die Höhle nicht mehr verlassen und das Dorf in Frieden lassen werden. Was ist für ein Satz, in Frieden lassen werden? Jetzt solltet ihr zum Schadhof zurückkehren. Sie werden sich bestimmt darüber freuen, was ihr getan habt. Reisen nach Stadtdorf. Reisen. Wow, ich bin mit 69% fertig. So, hier kann ich wenigstens in einem ordentlichen Gasthaus rasten. Hoffentlich. Gib mir dieses Mädchen irgendwas Griffiges, falls du verstehst, was ich meine. Haha. Haha. Hör auf damit. Junger Mann. Hallo, ich bin der Freund des Bauernmädchens. Fürwahr. Seid ihr nun gute Freunde von uns allen? Quest dann. Ihr seid die Helden des Stadtdorfes. Entweder bilde ich mir das nur ein oder kommt dieses Quest dann wirklich immer näher. Level up. Ich will einkaufen. Boah. Ich frage euch bestimmt, warum kaufe ich mir EP-Tränke? Ganz einfach. Ich liebe es, Gold auszugeben. Um sie ihm hier zu geben. So, machen wir mal den Schlag. Und erhöhen wir mal Niederstrecken. Frontkämpfer, vorderste Linie, erhöht 3 Runden Bedrohung um 5 und körperlichen Widerstand um 2. Das mache ich noch nicht. Ich mache jetzt erstmal. Drachenblut. Zugefügten Schaden. Jo, mache ich das mal. 40%. Boah, bei 100%, das wäre geil. Das ist doch der perfekte Tank dann. So, mal gucken, was gibt's hier? Reisen, Burg Abendlicht, reist an einem bestimmten Ort. Beute zu Blutedelsteine, grüner Zielaugenapfel. Blutedelstein, grüner Zielaugenapfel. Hey Abenteuer, wie wär's mit ein bisschen Hilfe? Mir sind die Übungsziele ausgegangen und daher habe ich mich gefragt, ob ihr nicht zu viele grüne Äpfel bei euch habt. Die grünen findet ihr im uralten Dschungel. Die Wilden haben mir viele Äpfel gestohlen, aber wenn ihr die Pflanzen südlich von hier umsäbelt, solltet ihr einige von ihnen finden können. Reisen. Wow, was für Level 6. Oh oh. Oh, da sind ein paar böse Gesellen. Sehr böse sogar. Stirb.
So, Schlag, die müssen unbedingt hier. Drachenblut. Patsch. So, und der Bestie. Muss sie unbedingt töten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Schlag. Aber die sterben richtig behindert. Okay. Oh oh. Oh, es sind nur Pflanzen. Ich hoffe, die machen nicht so viel Schaden. Ne, machen sie auch nicht. Zumindest im Augenblick nicht. Und die hören sich richtig behindert an, wenn sie sterben. Ja, dieses Spiel ist doch schon toll. So, rasten. Oh oh. Oh Gott, eine hässliche Raupe. Die kann sich um 30 Leben heilen. Lass uns die Nacht durchspielen. Ah, endlich. Ohne Zufallsbegegnungen. Ich hoffe, man kann ja meinen Stuhl jetzt nicht so mal hören. Das konnte man aber in den letzten Aufnahmen auf jeden Fall. Das weiß ich. So. Sammelgrüne kämpfen. Rankenvoll, Riesenraub, Kobold. Nein. Ja, 5. Lol. Ich muss nur gucken, dass der Tank hier auch mal tankt und dann müsste das eigentlich gehen. Die kann ich sterben lassen. Stirb. So. Okay. Ah ja, das passt ja. So, er kriegt jetzt nämlich das Amulett und das hier natürlich.